Die Stadt Deggendorf hat am Dienstagabend zum Neujahrsempfang geladen und fast alle Ehrengäste aus Politik, Kirche, Wirtschaft, den Behörden und sozialen Einrichtungen kamen. Der Kapuzinerstadel war voll besetzt. Das war vielleicht auch der taktisch geschickten Planung des Termins zu verdanken. Ja, an den Anfangstage vom Januar ist fast überall irgendwo ein Neujahrsempfang. Und da haben wir eigentlich die Regel, dass wir immer ein bisschen später im Januar das abhalten. Dann ist es für die vielen Gäste leichter, dass sie zu uns kommen. Und es zählt auch heute noch, wenn wir uns alle ein gutes neues Jahr wünschen. Ein Neujahrsempfang ist zudem eine gute Gelegenheit, um auf 2013 zurückzublicken. Ein Höhepunkt war zum Beispiel die Ernennung der Hochschule zur Technischen Hochschule. Leider wurde dieses Ereignis von der darauffolgenden Flut überrollt. Die Folgen der Katastrophe werden auch 2014 noch spürbar sein. Es wird ein großer Teil behoben werden, aber bis alles repariert ist, wird es schon noch lange dauern. Verständlich, dass sich alle Besucher des Neujahrsempfangs deshalb vor allem eines für die Stadt Deggendorf wünschen. Keine Katastrophe. Kein Hochwasser, keine Katastrophen, ein normales Jahr. Weiterhin diesen Aufschwung. Dass während der Zeit der Landesgartenschau möglichst viele Menschen kommen, überzeugt sind von der Schönheit der Stadt und dann wiederkommen. Und das wäre schon eine ganze Menge für dieses Jahr und noch für Jahre danach. Mit diesen Wünschen der Geistlichkeit kann die Landesgartenschau nur ein Erfolg werden. Davon ist auch der Oberbürgermeister überzeugt. Doch die Lager ist nur eine Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot der Stadt im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich. Dass Deggendorf so vielseitig ist, ist auch der Verdienst der vielen Ehrenamtlichen. Sogar Bundespräsident Joachim Gauck sei bei seinem Besuch von dem großen Engagement begeistert gewesen, so Christian Moser. Darum war die Verleihung des Bürgerbriefs an vier herausragende Ehrenamtliche auch der Höhepunkt des Abends. In 12 Monaten werden sich alle Ehrengäste wieder beim Neujahrsempfang der Stadt Deggendorf treffen. Was in dieser Zeit passiert, wer weiß. Es gibt jedenfalls keine andere Möglichkeit, als es auf sich zukommen zu lassen.